Ein Loch unter einer Straße. Im Nordirak. Kaum zu erkennen. In Wirklichkeit ein geheimer Zugang zu einem Tunnelsystem des sogenannten Islamischen Staates, abgekürzt IS. Pass auf, wo du hintrittst. Der Eingang zum Tunnel befindet sich im Wohnzimmer eines kleinen Hauses. Wir folgen unserem Kameramann Ronnie. Er führt uns durch das Tunnelsystem. Immer weiter in die Tiefe. In Tunnelsystemen wie diesen verstecken sich IS-Terroristen vor Luftangriffen und schlagen dann unerwartet zu. Hier ein Durchbruch zur Küche. How long is it? Wie lang ist es? Maybe 500 meters. Vielleicht so an die 500 Meter. There are two ways. I will show you the room. Wir müssen aufpassen. Wer weiß, ob sich hier noch Sprengfallen befinden. Die haben hier geschlafen. Ja, lang nichts an. Wir sind jetzt unter der Straße. Über uns Bartella, eine Geisterstadt im militärischen Sperrgebiet, wenige Kilometer vor der IS-Hochburg Mosul. Rückblick. Bartella wurde vor wenigen Wochen vom IS befreit. Auch christliche Milizen kämpften in vorderster Linie mit. Denn vor dem Einmarsch des IS lebten in Bartella vor allem Christen. Unmittelbar nach der Vertreibung des IS stellen die christlichen Soldaten auf dem Kirchturm ein Kreuz auf. Mit dabei unser Kameramann Ronnie. Bartella ist seine Heimatstadt. Doch zum Feiern gibt es keinen Anlass. Ronnie will uns sein Elternhaus zeigen. Er ist ein harter Knochen. Er hat viel Leid erlebt. Doch was er hier sieht, ist selbst für ihn zu viel. Gemeinsam gehen wir in sein altes Kinderzimmer. Ich habe hier geschlafen. Meine Schwester da geschlafen und die andere Schwester da. Aber jetzt ist jeder an einem anderen Ort. Das ist meine Familie, als sie in Bagdad lebte. Das ist meine Schwägerin. Sie ist jetzt in Kanada. Doch die meisten Fotos fehlen. IS-Leute haben sie mitgenommen. Ein perfider Psychotrick, um den Opfern sogar die Erinnerungen zu stehlen. Sogar die Bilder haben sie mitgenommen. Leere Alben. Dann zeigt uns Ronnie seine Bankauszüge. Der IS hat auch sein Konto leer geräumt. $40 Millionen. Wie viel ist das in Dollar? Nur für mich vielleicht $20,000. $20,000. Viel Geld. Ronnie sieht für sich in Bartella keine Zukunft mehr. Hofft er denn auf Hilfe aus Europa? Let Europe help themselves. Europa soll sich selbst helpen. Let Europe help Europa themselves. Soll sich selbst helfen. Thinking to help us. Sie glauben uns zu helfen. Aber der gleiche Teufel war hier und jetzt ist er dort. Wir gehen zur Kirche von Bartella. Der Journalist Simon Jakob, ein syrisch-orthodoxer Christ aus München und Freund unseres Kameramannes Ronnie, begleitet uns. Er kennt die Kirche aus früheren Besuchen. Auch hier wüteten die Islamisten. Erneut zeigt sich, ein Ziel des IS ist die völlige Auslöschung des Christentums. Direkt daneben der alte Gemeindefriedhof. Unfassbar, was wir hier sehen.
Die Islamisten schändeten die alten Familiengrabkammern. Sie schmissen die Toten aus den Särgen. In einer Grabkammer entdecken wir eine Rakete. Es gibt viele Bartellas im Irak und immer weniger Christen oder andere Minderheiten, die hier vor dem Auftreten des IS friedlich zusammenlebten. Es ist bereits 11:55. Die Christen werden definitiv hier nicht bleiben, wenn sie keine Zukunft sehen, wenn sie keine Sicherheit haben, wenn sie keine Überlebenschance haben. Und dessen sind sie sich dann nach kürzester Zeit sicher. Werden sie die gesamte Region verlassen, es wird keinen einzigen Christen mehr hier geben, keinen einzigen Jesiden, keinen einzigen Schabak, niemanden mehr. Die Vielfalt dieser Region wird ausgelöscht werden. Und diese Entscheidungsschlacht findet jetzt statt, in Mosul und um Mosul. Es ist das letzte Gefecht. Gemeinsam mit Ronny recherchieren wir in der Ninive-Ebene bei Mosul. Dort, wo früher so viele Christen und andere Minderheiten lebten. Alleine, ohne militärischen Begleitschutz. Vorbei an Militärkonvois, die wir heimlich aus unserem Auto filmen. Auf der Landstraße vor Mosul sehen wir viele Zivilisten. Es sind Flüchtlinge aus Mosul. Jeden Tag sollen hier an die 2000 Menschen ankommen. Ein Arzt kümmert sich um sie. Es gibt aber auch Sicherheitskontrollen. Immer wieder werden unter den Flüchtlingen IS-Leute entdeckt, berichtet uns ein Offizier der irakischen Armee. Gestern haben wir zwei Terroristen gefangen genommen. Einer der beiden hat 76 Menschen getötet. Und die Leute hier bitten um Hilfe. Nicht weit entfernt der Kampfstand einer kleinen Christenmiliz. Ihre alten Waffen haben sie auf dem Schwarzmarkt gekauft. Die rund 50 Kämpfer wollen unabhängig bleiben. Deshalb werden sie von der internationalen Allianz nicht unterstützt. Die Soldaten sind gerade beim Essen fassen, als kurz vor Sonnenuntergang urplötzlich ein Laster anrumpelt. Er bringt Nachschub für die kleine Truppe. Ein Soldat, er war dabei bei den Kämpfen in Bartella, bekommt endlich passende Stiefel. Bezahlt mit Spenden einer christlichen Hilfsorganisation mit Sitz in den USA. Sie wollen für ihr Recht, für ihre Freiheit und für ihre Religion kämpfen. Wir sind auf sie gestoßen und wir unterstützen sie. Bislang unbekannt, das meiste Geld wird in Deutschland gesammelt, erklärt uns der Kommandeur der Einheit. Er wuchs in der Schweiz auf und spricht deshalb etwas Deutsch. Die haben unser Leben gerettet mit diesem Geld. Wenn wir das Geld nicht von Deutschland bekommen, dann bekommen wir in Europa oder Deutschland vor allem, wir könnten nicht hier stehen. Warum ausgerechnet Deutschland? Ortswechsel. Eine Mehrzweckhalle bei Göppingen in Baden-Württemberg. Ein Wohltätigkeitsball für einen christlich-orientalischen Fernsehsender. In Deutschland leben inzwischen an die 200.000 orientalische Christen. Tendenz stark steigend. Viele haben es hier zu Wohlstand gebracht und bangen dennoch um ihre Verwandten in Syrien und im Irak. Viele spenden deshalb gerne für die Christenmiliz im Irak. Auch hier wird für die Kämpfer Geld gesammelt, bestätigt uns exklusiv einer der Organisatoren der Abendgala. Uns geht es in Europa sehr gut. Aber wir kommen aus einer Gegend, vor 20, 30 Jahren haben wir noch da alle gelebt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind unsere Ursprünge, das ist unsere Heimat. Und dies auch zu unterstützen, ist Teil unserer eigenen Existenz. Also eine explizite Aufforderung ist gar nicht notwendig. Wir alle verspüren selbstständig aus dem Inneren heraus, dass wir da unten unterstützen müssen. Zurück im Irak. Ein Sonntagmorgen in Marmatay, einem der ältesten Klöster der Christenheit. Die wenigen Mönche, die hier noch leben, gehören der syrisch-orthodoxen Kirche an. Sie beten in Aramäisch, der Sprache Jesu Christi. Vater Josef stammt aus Mosul. Sein Bruder wurde dort bereits 2006 von Islamisten ermordet. Er hat den Glauben an eine Zukunft des Christentums im Irak verloren. Selbst ein Sieg über den IS würde daran nichts ändern. Die mörderische Ideologie würde weiterleben. Versucht er, die wenigen noch verbliebenen Christen im Land zu halten? Nein, weil wir keinen Grund haben, sie zu überzeugen, hier zu bleiben. Vor dem IS haben die Kirche und wir uns sehr bemüht,
sie zu überzeugen, im Land zu bleiben. Aber wenn ich jetzt versuche, mit jemandem zu reden und er sagt, kannst du meine Sicherheit gewährleisten, werde ich sagen, nein. Kannst du mir Schutz gewähren? Ich sage, nein. Kannst du mir Arbeit verschaffen? Ich sage, nein. Warum möchtest du, dass ich hier bleibe? Ich habe keinen Grund, ihn zu überzeugen. Über dem Kloster kreisen amerikanische Kampfhubschrauber. Die Mosul-Front ist nur etwa 5 Kilometer Luftlinie entfernt. Wir verlassen Marmatay über provisorisch reparierte Brücken, vorbei an Flüchtlingslagern, fahren wir Richtung Erbil, der kurdischen Millionenmetropole. Im Christenviertel von Erbil treffen wir Ronny und seine Eltern. Sie flohen vor 2 Jahren in letzter Minute vor dem IS aus Batella hierher. Wie lange das Geld noch reichen wird, sie wissen es nicht. Für die einfache Wohnung zahlen sie $800 im Monat. Gerettete Fotos aus besseren Zeiten. Ronny schaut sie mit seiner Nichte an. 3 von Ronnys Geschwistern leben inzwischen im Ausland. Auch er denkt ans Auswandern. Seine Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Wir brauchen internationalen Schutz, weil es nicht einfach ist, jedes Mal eine Wohnung wie hier zu finden und dann kommt der IS. Das ist kein Leben. So kann man nicht leben. Und wir sind friedliche Menschen. Wir haben nie irgendjemanden was angetan. Wir haben nie jemanden angegriffen. Wir haben nie jemanden wehgetan. Wir möchten Frieden. Wir möchten nur leben. Gott sei Dank wohnen wir nicht in einem Flüchtlingslager, wie so viele andere, sondern wir haben eine Wohnung. Wir essen gut und wir danken den Organisationen. Und die Jungen sind für uns da. Gott sei Dank. Aber wir fühlen uns psychisch nicht wohl. Man fühlt sich nur in seiner Wohnung wohl. Zurück auf dem geschändeten Friedhof von Bartella. Schwer vorstellbar, dass hier jemals wieder eine blühende christliche Gemeinde entstehen wird.